wird. Die Zahl 12 als Zahl der Fülle steht auch für die Verbindungen, die diese Renovierung erst möglich gemacht haben. Und da führt zuallererst ein Kabel zu Ihnen allen, die Sie heute hier versammelt sind. Zu den vielen, die dieses Projekt der Kirchenrenovierung durch Ihr Gebet, durch Ihre finanzielle Unterstützung, aber auch durch Ihre gedankliche und inhaltliche Auseinandersetzung mitgetragen und mitgeleitet haben. Mit Ihnen allen begrüße ich stellvertretend drei Vereine, die Goldhauben, die Feuerwehr und den Kameradschaftsbund. Ein besonderer Kabelstrang führt zu den vielen, vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die jetzt mit über 4000 Arbeitsstunden stellvertretend darf ich diejenigen nennen, die die Hauptlast getragen haben: Lena Franz, Hanno Johann, Hanno Hermine, Hanno Johann, die mit unermüdlichem Einsatz organisiert, gewerkt, oder Josef Moser, Ferdinand Kaneder und Ludwig Kürnsteiner, und mit ihnen begrüße ich den Bezirkshauptmann Magister Helmut Hilk. Da die Verbindung zur evangelischen Kirche schon lange eine sehr positiv besetzte, so ist in den vergangenen 40 Wochen fast eine Stammleitung entstanden. Ein nochmaliges herzliches Danke. Wir haben ja gestern schon einen sehr würdigen, stimmungsvollen, schönen Gottesdienst, Dankgottesdienst gefeiert. Meinen Freund und Mitbruder der evangelischen Gemeinde, Pfarrer Magister Günther Wagner. Und mit ihm begrüße ich meine beiden Vorgänger, Altpfarrer Johann Altendörfer und Altpfarrer Friedrich Größer, der schon in der Kirche drinnen ist. Dass wir schönes Wetter haben, dass wir im Bremen stehen müssen. Und 9,5 Monate Bauzeit ist trotz der guten Vorbereitungszeit eine sehr kurze Bauzeit. Es sind Unmengen von Maßnahmen, die Sie heute sehen. Bürgermeister, sehr geehrte Mitfeiernde, ich bedanke mich herzlich für die Einladung zur heutigen Wiedereröffnung und Segnung unserer Pfarrkirche. Ich teile die Freude der Gläubigen und der Zahlen. Es wurde mit den Arbeiten begonnen. Mitten im Ort gibt es nun neues Licht in alten Mauern. Neues Licht in alten Mauern, das war das Motto der Kirchenrenovierung, der ein Pfarrgebiet auf 5 Gemeinden umfasst. Und diese Pfarre kann wahrlich auf eine sehr, sehr lange Geschichte zurückblicken. Zurückblicken auf das Jahr 900 nach Christi Geburt. Und diese Erweiterung der renovierten Kirche und der Altarweihe ist heute sicher ein Meilenstein in der Geschichte der Pfarre Gallneukirchen. Die Festschrift, die anlässlich dieses Festes erschienen ist, macht das eindrucksvoll und deutlich. Pfarrkirche eingezogen, um die Weihe vorzunehmen
und dann den neuen Altar zu konsekrieren. Wir sind beeindruckt von diesem Splendor Ordinis, von diesem Glanz der Ordnung, der uns hier allenthalben entgegenstrahlt, wo eine wunderbare Einheit zwischen dem gotischen Bau und der barocken Ausstattung und auch moderner Akzente gegeben ist. Wir freuen uns und danken allen, die mitgewirkt haben, damit dieses Gotteshaus neu und glanzvoll erstehen konnte. Wie schon in den Reden gesagt wurde, ist es das Haus des Herrn, es ist das Haus des Gebetes, es ist das Haus, in dem wir die Sakramente empfangen und Gott loben und preisen. Es ist dieses Haus des Herrn, das uns auf dem ganzen Lebensweg immer neu umgibt, von der Taufe, wir haben eben hier den Taufstein gesegnet, begonnen über die Erstkommunion und erste Beichte hin auch dann zur Firmung, hin zum Sakrament der Ehe, ja bis zum Begräbnis. Immer wieder kommen wir in dieses Haus und erbitten Gottes Segen für uns und die, die uns anvertraut sind. Für den Herrn tut man das Beste. Und sie haben sich in diesen vergangenen 10 Monaten wirklich so überzeugend eingesetzt und ehrlich bemüht, dass alles so gut gelungen ist. Ich darf jetzt nicht zu weit ausholen, aber ich möchte wirklich auch von dieser Stelle als Bischof von Linz allen herzlich danken für diesen selbstlosen und aufopfernden Einsatz. Danke vor allem dem Herrn Pfarrer, der schon der Motor war in diesen vergangenen Monaten bei der Vorbereitung und bei der Durchführung dann in all diesen Arbeiten. Aber Ihnen allen sei ebenso herzlich gedankt und möge es heute ein Tag der Freude sein und möge dieses Gotteshaus für alle Gläubigen immer einladend dastehen und wie ein Magnet sein, wo der Herr selber wohnt, das Gotteshaus herabführen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Mit unserem Gebet vereine sich die Fürsprache der Heiligen, unserer Brüder und Schwestern im Himmel. Wir stehen auf zu einer Heiligen. Gott möge durch seine Kraft und seinen Geist diesen Altar heiligen. Er sei uns ein sichtbares Zeichen für das Geheimnis Christi und seiner Kirche. Der Altar ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes unter uns. Wir singen im Gotteslob Nummer 298 im Wechselgesang.
Hörner auf den Altar gelegt und entzündet, zum Zeichen dafür, dass die Gebete des Priesters, des Volkes Gottes von diesem Altar wie Weihrauch immer zum Gott im Himmel aufsteigen würden. Also eine besondere Freude für Sie, dass Sie das miterleben. Und wie dieses Haus mit wohlriechendem Duft sich erfüllt, so erfülle Christi Geist deine Kirche.
erfüllt haben. In den vergangenen Tagen und Wochen, dass wir zeitgerecht soweit fertig geworden sind, aber auch ein herzliches Danke allen, die jetzt dieses Fest und diesen feierlichen Rahmen heute ermöglicht haben. Es waren ganz, ganz viele Menschen, manche im Hintergrund, manche im Vordergrund, alle haben ihren wesentlichen Beitrag geleistet. Und dafür ganz global allen ein herzliches Danke. Wie geht es jetzt weiter? Natürlich geht auch die Brauerei weiter, nicht nur der Vorplatz, es gibt auch hier herinnen noch einiges. Ich bitte um Verständnis, wenn das eine oder andere nicht gleich am ersten Tag funktioniert, ob mit der Technik oder einfach aufgrund von Anordnungen. Wir müssen jetzt den Probebetrieb starten. Zur Erinnerung gibt es für Sie heute eine Festschrift zum Preis von 4 Euro. Sie berichtet über das gesamte Baugeschehen. Sie berichtet, was die Archäologen herausgefunden haben und auch sehr vieles über die Baugeschichte insgesamt. Ein schönes Bilddokument über das ganze Geschehen rund um die Pfarrkirche des Heiligen Gallus. Das Wetter war uns die ganze Bauzeit hindurch sehr, sehr gewogen. Und es könnte nicht anders sein, auch der Abschluss ist es wieder. Hätten wir den Winter des Vorjahres gehabt, wir könnten heute nicht feiern. So viel weiß ich sicher. Es ist heute schön genug, um jetzt draußen mit einer Agape fortzusetzen. Und es ist kühl genug, nicht so wie vor 14 Tagen, dass wir heute Glühwein und Tee trinken können. Und dazu gibt es Heferl, die Sie dann mit nach Hause nehmen können, mit dem Logo Gallneukirchen. Das Heferl soll uns erinnern an das, was jetzt an Mühe verbunden war, aber auch an das Neue, das uns jetzt miteinander... Ich verstehe es auch symbolisch, du hast Gallneukirchen jetzt in diesen 2,5 Tagen als eine sehr bunte, lebendige, vielfältige Pfarre kennengelernt, auch mit dem einen oder anderen Schwerpunkt, den es sonst, wie wir gestern festgestellt haben, mit dem Wunsch, dass es auch in der Diözesan- und in der Weltkirche immer wieder gelingt, zu renovieren, immer wieder das Neue zu suchen und gleichzeitig, wie bei diesem Gebäude, die Mauern, die Säulen, sie haben Bestand. Es soll bestehen bleiben, was das Zentrum, was das Wesentliche ist, aber es soll auch immer wieder neu werden, was unsere Zeit braucht. In diesem Sinne, an bunten, lebendigen Eindrücken. Zeremonien mit, die im Rahmen dieser Kirch- und Altarweihe gefeiert wurden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag heute, einen schönen Feiertag hier in der Pfarre. Ich darf heute Nachmittag um 5 Uhr noch einmal eine Kirche weihen, und zwar wurde in Linz beim Landhaus auch die Minoritenkirche neu erstellt und dort gibt es dann eine ähnliche Feierliche. Nun aber erbitten wir den Segen. Danke mir. Die Kirche von oben. Ist das so hell, was? Ja.